Ja, hallo, Holly Brain hier. Ja, hinter mir ist die Halle der Outdoor-Messe Friedrichshafen. Und hier habe ich heute mit Sigi Pop den Tag verbracht. Ja, wir haben einiges erlebt, wir haben einige Leute getroffen und hatten echt Spaß. Wir haben uns auch wieder verlaufen auf dem Weg Richtung Ausgang wie letztes Jahr. Die gleiche Scheiße ist wieder passiert. ja, wenn es euch interessiert, was wir sonst noch so erlebt haben, wen wir getroffen haben, ja, dann schaut doch einfach das Video an. Also, viel Spaß. Sigi hat gerade mit Dennis telefoniert. Der hat ja schon den Saki getroffen und sind wir gerade auf dem Weg zu den beiden. Müssen irgendwo in Halle B1 sein, ob wir sie gleich auf Anhieb finden. Ja, wissen wir nicht. Da, wo die Messerleute sein sollen. Was, da, wo die Messerleute sind? Ja, wir haben uns jetzt endlich getroffen, eine Runde geschnackt. Dennis, Saki war auch schon da. Treffpunkt für heute Nachmittag haben wir vereinbart und jetzt endlich Kaffee. Ich hätte mal, wo man mich still erlebt mit vollen Backen. Gell? Ja, der Kaffee ist verdrückt. Ein bisschen gestärkt haben wir uns auch. Jetzt können wir uns endlich ins Getümmel stürzen. Gibt es eigentlich einen Plan so irgendwie? Oder? Ich habe keinen. Du hast keinen. Ja, dann planlos, lassen wir es einfach mal laufen, mal gucken, wo es uns hintreibt. So Leute, die Zeit verrennt und Mangiare, es wird Zeit was zu essen. Mir knurrt langsam etwas der Magen. Sigi hier hat auch Kohldampf wie Sau. Also wird man einen kleinen Zwischenstopp einlegen und uns was zu futtern holen und einfach mal was essen und dann geht's weiter. Ne? Auch eine Currywurst mit Pommes bitte. Die
vegane Wurst. Die vegane Wurst. Tofu. So, kleine Stärkung haben wir hinter uns. Mittlerweile haben wir auch Verstärkung bekommen. Der Matthias ist da. Genau. Bin doch schon da. Noch ein zweiter Matthias. Dein Kanal nie genug ist Matthias Dittgen. Matthias Dittgen. Verlinkung kommt unten. Schau da einfach mal drauf. Bei mir ist das ein Video, weil ich hab zumindest. Dennis hakt seine To-Do-Liste ab und. Wir müssen unbedingt nochmal ein B1. B1. Ja, und wir machen jetzt so einen kleinen Plan. Kaffee ist auf jeden Fall auch nochmal fällig. Und Treffen heute Mittag im Innenhof fällt wahrscheinlich ein bisschen ins Wasser. Müssen wir mal gucken. Was haben wir schon gesagt? Letztes Jahr ist uns das Wasser am Rücken runter, dieses Jahr hoch. Halt anders. Ja, genau. Letztes Jahr war es knalleheiß. Letztes Jahr regnet es. Wir haben uns das Essen geholt und es hat das Regnen angefangen. Super Sache, aber da ändern wir jetzt eh nichts dran. Alles klar. Wir sind auf dem Weg in Halle A. Messerfreaks. Ich glaube, da hinten war der in der Ecke die Messer. Ja. Und irgendwie, tja, sind wir schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Gut, dass ich so Orientierungsbuschkrafter dabei habe. Da kann überhaupt nichts passieren. Das ist die Ausklangrunde, ihr habt es gerade gesehen. Wir hocken hier noch locker zusammen, unterhalten uns ein bisschen, Radler trinken. Und ja, das wird es dann auch soweit gewesen sein. Die Messehallen schließen dann so langsam und wir werden dann irgendwann, denke ich, auch mal die Heimreise antreten. Vielleicht schalte ich nochmal rein und ja, wenn nicht, melde ich mich auf der Heimfahrt. Wir haben jetzt noch gut gegessen, waren hier auf der Aftershow-Party. Ne? Die noch anhält, aber du musst jetzt nach Hause gehen. Ja, genau. Und ja, Essen war frei, Getränke waren frei, ein wenig Slackline noch, da ist noch Liveband und alles Mögliche. Aber für uns reicht es heute, wir haben noch eine ganze Weile Heimfahrt für uns, vor uns. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt, gebt mir einen Daumen nach oben, klickt hier auf Abonnieren, dann seid ihr dabei, wenn es ein neues Video gibt. Und macht's gut. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Ciao.